wird. Ja, so, wir wissen auch jetzt, wie die ersten Bans aussehen. Die da sind Gragas und Elise. Auf der anderen Seite haben wir Lulu und den guten Tam Kench. Janeiro Greenwings gegen CG. Bleibt Kindred weiterhin offen? Oh, Ryze. Ryze-Bun, Kindred. Ist natürlich immer so eine Sache. Man sagt, dass Kindred ein sehr, sehr starkes Matchup gegen Rek'Sai hat. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass hier gebaitet wird. Ja, gut, ist nicht der Fall. Kann eigentlich bis Rek'Sai jetzt gepickt werden. Rek'Sai ist der letzte mögliche starke Jungler. Wird natürlich jetzt auf Seiten da von CLG ziemlich interessant, auf welchen Jungler sie gehen werden. Weil so viel bleibt ja nicht mehr übrig. Und wie willst du... Oh, Kalista ist auch noch offen. Könnte man auch machen. Pilot ist kein schlechter Kalista-Spieler. Das ist schon richtig, aber es ist trotzdem... Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, jetzt auf Kalista zu gehen über Rek'Sai im Jungle. Ja, naja, ne, Korea. Zumal Stixer, zumal, wenn man ein bisschen, wie sagt man so schön, fällt mir nur das englische Wort ein. Beobachtet? Wenn man ein wenig beobachtet hätte, dann hätte man gewusst, dass Stixer jetzt kein Kalista-Spieler ist. Oder ja, das hast du gewusst natürlich, weil du bis gerade eben noch gedacht hast, das wäre Gosu. Naja, nur klar. Ich habe ja dann gestern nochmal gegoogelt. Nee, ich muss ja auch nicht Jingwei Wings coachen, sonst hätte ich das natürlich gewusst. Gut. Ja, also, damit wird tatsächlich Kalista eingeloggt. Interessanterweise Lee Sin und Lol. Ash. Okay. Das Ash Beste aus beiden Welten. Klares Statement. Ashley Sin ist so ein Schlag ins Gesicht in der ersten Rotation für jeden, der in irgendeiner Form irgendwas mit League analysieren oder coachen zu tun hat. Das ist halt echt einfach nur... So, YOLO. Aber siehst mal so, du hast jetzt probiert, dieses Spiel, diese Pick-and-Bun-Phase taktisch zu analysieren, vorzubereiten. Darauf bist du nicht vorbereitet, Wenn oder? Ihr das im Solo-Queue seht, bitte sofort dodgen. Aber Comfort-Champion. Wir führen das Ganze jetzt mal auf jetzt eine seriöse Ebene wieder zurück. Das war seriös. Nein, die Frage ist, warum? So, ja, jetzt da sitzen viele Zuschauer, die das... Die haben Rek'Sai, die noch offen ist. Ihr seht jetzt einen Lissandra-Pick. Lissandra, ultramobil, du hast den mit dem Teleport, super gangmöglich. Ash, super immobil. Keine Chance. Wenn die einmal in der Lissandra-Ultimate drin ist, dann ist die RIP. Dir fehlt ein kompletter ADC. Das heißt, Ash kannst du in dem Matchup schon mal bloß verwenden, wenn du von Anfang an vorne bist, genau. Um zu engagen. Das ist deine einzige Möglichkeit, wie du sie gerade sinnvoll irgendwie einsetzen kannst. Argumente für Ash gegen Kalista wäre, dass die Sprungdistanz von Kalista mit ihrer Laufgeschwindigkeit skaliert und du halt mit Ash quasi einen permanenten Slow auf ihn setzen kannst in diesem 2 gegen 2 Szenario. Aber auch mit dem Argument ist Ash jetzt kein starker Laner gegen Kalista und auch im Late Game ist die Skalierung von Ash ein bisschen besser, aber da wäre sowohl Jinx als auch Tristana, die beide offen sind, deutlich besser dafür geeignet. Und auch mit dem Lee Sin als zweiter Pick, das ist einfach nur, um ihn nicht den Koreanern zu geben, gehe ich mal davon aus. Gut, aber ich meine, wenn Rek'Sai offen ist, dann muss ich... Ja, und die gehen jetzt hier, wenn die wirklich den Cannon einloggen würden, was eine Möglichkeit für die Top-Lane ist, dann haben die natürlich hier eine Teamfight-Kombination, die sich gewaschen hat. Kann auch keinen Support spielen. Support, ja, wahrscheinlich. Support mit Kalista zusammen wird einmal reingeworfen, Ultimate gezündet, dann steht Ash da und wird einfach weggerissen. Das heißt, das wäre dann Lissandra Mitte und sie haben halt erstmal einen krassen Lockdown. Sie haben unglaublich viel AOE-Damage mit drin. Ja. Mit Ken, mit Riven genauso. Also insofern 4 CC. Jhin Air Green Wings sieht erstmal nicht schlecht aus. Auf jeden Fall, das sieht ziemlich gut aus. CLG möchte Picks haben. Das sieht man an der... Arrow und dem Lee Sin. Genau. Ja, nicht wenn du die in der ersten Rotation pickst, also. Ja, aber das ist, wie gesagt, also erste Rotation muss man ganz auch auf professioneller Ebene sagen, das macht keinen Sinn, egal wo man sieht. Man hatte hier keine, gerade mit so vielen offenen Picks, also gerade mit Lissandra, die eine hohe Priorität genießt in Korea, mit Rek'Sai, die noch offen ist, da wären deutlich bessere Picks für die erste Rotation da gewesen, um eben 2 zu 1 gegen diese Kalista zu traden. Gestern CLG nichts anderes gemacht, als zu split pushen in diesem 4-1-Szenario mit Sion Spartan eben auf einem Carry-Champion vorne. Das geht jetzt auch nicht mehr, weil man gegen eine Riven spielen muss. Da könnte man jetzt eine Fiora gegensetzen oder einen Darius. Und die dann in 5-21er-Patch jetzt irgendwie genau. Kaum sehen. Die waren bei den Worlds absolut präsent und jetzt sind sie quasi nicht vorhanden. Ja, wir haben gestern gesehen, dass Sion Spartan die Fiora beherrscht und gegen diesen Renekton da rumgeschubst hat, wie sie möchte. Wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube einfach, dass die Komposition von den Koreanern ist jetzt schon so stark und so brutal im Oder wir longen einfach mal ein Jax sein.
Das funktioniert auch, ja. Ist, glaube ich, schon ein neuer Masteries angekommen, ein neuer Patch. Ja, das wird jetzt hier gekauft. Nee, dann auch mit den neuen Masteries macht Ash keinen Sinn. Nee, ich meine den Jax jetzt an der Stelle. Ja, Jax macht Sinn, Lee Sin. Aber das ist halt trotzdem das Matchup. Also ich höre da raus, ihr gebt Jhin Air Green Wings nicht nur im Fairfeld, sondern auch nach dieser Pick- und Bann-Phase, die dann doch ein bisschen abenteuerlich wirkt. Licht ins Dunkel wird uns das nächste Spiel bringen, welches euch näher gebracht wird von unseren beiden Kommentatoren Maxim und Sola. Ja, das sind wir. Und wir machen uns ein bisschen bereit, denn man muss dazu sagen, ich finde es sehr schön, dass die Sandra dabei ist. Die Sandra war lange nicht mehr gesehen. Die Ultimate hat einen krassen Heal. Ja, sollte man gefälligst nicht unterschätzen. Und das ist natürlich sehr gut gegen eine Ashe zum Beispiel. Kannst du mehr oder weniger Frontline Lissandra spielen. Kannst du sogar teilweise so gut timen, dass du vom Arrow getroffen wirst und trotzdem noch ultest, weil die Ult hat eine Animationszeit. Aber es ist schon schwer. Trotzdem denke ich, Lissandra ist ein absolut solider Pick hier. Gegen den Azir hilft All-In eigentlich so gut wie immer. Und Sandra ist ein sehr, sehr guter All-In-Champion. Hat jetzt hier Teleport gewählt. Hui mit Cleanse am Start. Müsste aus der Lissandra-Ult rauskommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ist ja nur ein Stun, oder irre ich mich da? Ja, da kann man raus. Aber natürlich sind wir noch in der Lage, sehr, sehr gut einfach Schaden zu kompensieren. Diese All-In-Variante ist halt super, super stark gegen alles Unmobile. Ja. Ich bin gespannt, wie sich Zion Spartan bzw. den Darshan hier macht. Jax ist halt ein Charakter, der sehr, sehr schnell, sehr hart snowballen kann. Aber zu dieser Situation muss er erstmal kommen. Und es ist halt jetzt nicht der Rageblade Jax, der aktuell auf dem Servern sein Unwesen treibt, sondern immer noch die Trinity-Version, die schöne Tie-Items hat, aber insgesamt sehr langsam ist. Ja. Trotzdem Möglichkeit gegen Buffen durchaus gut zu traden. Kannst halt mit dem E sehr, sehr viel Schaden entgehen einfach. Und du hast halt durch die Ult eine nette Tankiness, die du auch ohne Death-Items oder gerade eigentlich eher mit Damage-Items erst bekommst. Also Jax ist auf jeden Fall ein solider Champion, aber Jhin Airs Combo auch ziemlich kite-lastig fast schon, bis auf der Riven natürlich, Kalista. Schwer für Jax da ranzukommen, bei Lissandra das gleiche mit vielen Slows am Start. Also mal schauen. Ist auch wieder abhängig davon, kriegt er früh einen Kill, wenn ja, dann kann er durchaus ins Rollen kommen. Aber wir sehen hier auch den Lane-Swap, initiiert von CLG tatsächlich. Macht absolut Sinn, Kalista kennen ist eine sehr, sehr ekelhafte Lane. Kennen generell, absolutes Poke-Monster. Man kann zwar mit Alistar gegenheilen, das willst du aber jetzt nicht permanent. Du willst ja auch in irgendeiner Form einen Druck aufbauen. Aber ich persönlich bin halt kein großer Fan von Ashe an sich. So. Ich finde mich einfach, ich bin ja sehr spät in der Lage, wirklich brutalen Schaden zu machen. Der Arrow ist halt eine Spitzenfähigkeit, so, aber die muss halt auch erstmal sitzen. Man muss aber hier dazu sagen, es ist jetzt auch nicht der Brian, der die Ashe kontrolliert. Was jetzt nicht zwangsläufig ein Vorteil ist. Also der hat ja gestern... Der hat richtig aufgeräumt gestern. Der hat ordentlich Frontline gespielt und die Arrows, die haben gesessen. Da waren einige richtige Knaller dabei. Ja, er hatte mehr Kills als Cuban. Das will schon was heißen, ja. Cuban, der ist ja LOL Main. Immer eine kleine Pause. Das hatten wir heute öfters. Das ist okay. Die Spieler müssen natürlich versuchen, das Setting ordentlich vorzubereiten. Interessant gilt es, also interessant ist, und das gilt es auch zu erwähnen, dass eines der beiden Teams weniger Pause hat als das andere. Denn Origin kann ich jetzt erholen, kann zuschauen. Ja. Entweder die Jhin Air Wings oder wirklich The Dream CLG kommen weiter, dürfen sich dann aber nicht allzu lang zurücklehnen. Ja, im schlimmsten Fall muss eines der beiden Teams heute 8 Spiele hintereinander spielen. Und jeder, der schon mal Solo Queue gegrindet hat, weiß, dass das durchaus anstrengend sein kann. Und Teamranked ist. Teamranked ist nochmal mal 10. Ja. Also 80 Solo Queue Spiele. Hintereinander. An einem Tag. An einem Tag. Was auf dem neuen Patch möglich ist? 6 Uhr morgens. Gut, für die mitten am Tag. Für die sind am Tag. Ich wusste gar nicht, dass San Jose in Amerika ist. Also ich meine im Sinne von Kalifornien. Was dachtest du? Irgendwas Südamerika. Ich auch. Es ist halt, also, nehmen wir mal jemanden. Nehmen wir mal an, jemand ist Amerikaner, so, und sieht, wie José geschrieben wird, ne? Der sagt dann nicht. Man würde halt denken, weißt du, das ist halt wie Los Angeles quasi. Warum wird San José nicht San Jose ausgesprochen? Oder ja. San Josef? Das ist so, wenn du dein Kind Julienko nennst, so. Weißt du? Weil. Hast du einfach verloren. Das J spricht man ja aus, oder? Oder Yo. Ja? Auf jeden Fall J. Ja? Aber ich sage ja nicht J.
Der lernt dann wahrscheinlich auch in der Schule, das ist der Jar-Markt. Das ist der nächste Jar auf Jaden. Ja, das ist ja nicht richtig. Deswegen waren wir verwirrt bei San Jose. Aber naja. Ich finde, man sollte die Buchstaben so einsetzen, wie es richtig ist. Dann bist du auf jeden Fall in Spanien richtig gut aufgehoben. Ja, wäre ja auch Südamerikanisch. Nein, ich meine, die Sprache an sich, die sprechen halt alles genauso aus, wie es geschrieben wird. Die haben ja Alphabet, manche Buchstaben werden halt ein bisschen anders ausgesprochen. N wird irgendwie Enya oder so ausgesprochen. Aber wenn du halt was liest, dann liest du es einfach so, wie die Buchstaben da stehen und es wird dann wirklich so ausgesprochen. Das ist halt das Geile. Mein Vater hat gemeint, dass man im Russischen Fremdwörter in Anführungszeichen so sagt, wie sie gesagt werden. In der Sprache quasi. Da habe ich mich auch immer gefragt, so zum Beispiel asiatische Sprachen, sagen die dann so Hingjumhersen, der Jamba, PlayStation 3, Ich glaube genau so. Das ist halt irritierend. Nee, das ist genau richtig, also weil es heißt PS3. Wahrscheinlich sagen die nicht 3, aber. Doch. Also das ist, ne? Korea ist importstark. Ja. Und das auch in der Grammatik. Das habe ich auch gehört, weil ich gucke ja manchmal so auf YouTube, gucke ich manchmal so Kochshows. Mhm. Und da sind auch manchmal so Inder. Und die sprechen dann nicht Englisch, sondern die sprechen einfach Indisch. Also da gibt es ja 300 Akzente. Okay. Und du hörst halt einfach, die verstehst die Hälfte. Die sagen dann so irgendwie irgendwas unspektakuläres und dann so Onion, und die sagen dann halt einfach so manchmal so Begriffe, die halt Sinn machen. So. Die halt einfach, das ist wie so Holländisch so. Verstehst halt, aber auch wieder nicht. Verstehst du auch knapp die Hälfte. Ja. Das ist halt besoffenes Deutsch. Richtig. Sehr gut. Voilà. Ja, das steht auch so im Duden drin. Ja, das ist ja auch, wenn man die Buchstaben von besoffen und deutsch vertauscht, kommt ja Holländisch raus. Richtig. Besoffen deutsch, deutsch holländisch, besoffen holländisch. Das ist sehr clever, ne? Sehr clever. Zum Glück ist es schon so spät und wir dürfen sehr viele Dinge sagen. Aber ihr merkt, es ist eine kleine Pause. Na, wir werden jetzt auch hier nicht die analytischen Super-Knowledge-Bombs droppen. Sondern natürlich eher uns mit der Grammatik auseinandersetzen. Beispiel bei meinen Eltern war das sehr lustig, ne? Die reden halt Russisch zu Hause, aber das ist halt so ein faules Russisch. Das heißt, Russisch ist also bla 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 bla, Netzteil, bla 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 bla. So, weißt du? Das hatte ich auch immer bei einem Kumpel, der halt Araber. Also der hat natürlich seit er klein ist, lernt er Arabisch. Und dann ist es immer so, du hörst dann so, wir sind gerade so in unserem Zimmer und dann hörst du so irgendwie arabisches Geschreie. Und der Geschreie gleich. Nein, halt, also die sind ja eine laute Sprache, für mich ist Geschreie. Und okay. Du hörst es dann, verstehst kein Wort und er antwortet halt auf Deutsch. Das ist bei mir und genauso. Sie antworten dann wieder auf ihrer Sprache und er redet weiter auf Deutsch. Das war auch und irgendwann fangen die auch an Deutsch zu reden und dann wieder Arabisch. Und so. Das war auch bei mir genauso. Also ich habe auch irgendwann beschlossen, nur noch Deutsch zu reden, damit ich mich einfach integriere, so, weil es für meinen Schädel anstrengend war. Und da haben die dann auch alle mit mir Russisch geredet und ich antworte knallhart Deutsch. Ist irgendwie gestern bei Loot für die Welt war auch jemand da. Den habe ich gesagt, hallo, ich bin der Maxim. Der hat gesagt, bist du Russe? Ich habe gesagt, ja. Und dann hat er mich quasi auf Russisch gefragt, ob ich Russisch kann. Did you speak Russian? Nein, keine Ahnung. Ich kann es nicht mehr. Die Wörter droppen einfach nicht aus meinem Schädel raus. Und dann habe ich ihm einfach knallhart auf Deutsch genau auf die Frage geantwortet, die er gestellt hat. Obwohl er auf Russisch gefragt hat. So. Und er so, alles klar, du bist sehr seltsam. Und dann ist er auf Toilette gegangen. Und da habe ich mir gedacht, alles klar. Gut, Leute, ihr merkt. Ja, wir schalten mal zu uns, damit ihr auch seht, dass wir existieren. Aber er ist schon sehr lustig. Ja. San Jose in Kalifornien. Das ist einfach falsch. Ja, das ist einfach. Ja, wir haben ja auch keine Stadt, die irgendwie Virginia heißt oder so. Ja. Weil das G wird G gesprochen. Nicht so viele Städte in Amerika, von denen du noch nie was gehört hast. Ich habe gehört, es gibt dreimal Berlin. Genau. Es gibt einfach Berlin in Amerika. Neidisch. Aber das ist so klein. Gibt bestimmt auch Spandau. 100 Pro, ja, kann man sofort googeln. Gibt es Spandau ein, da gibt es halt das Zentrum hier. Und dann verteilt sich Spandau noch auf alle Regionen der Welt. Ja. Ihr merkt, Leute, es ist spät. Wobei, es fühlt sich gar nicht so spät an. Für uns ist jetzt noch morgen im Vergleich nach dem dritten Kaffee ist es eigentlich echt noch angenehm so. Aber, die Mechanik, die ist schon ein bisschen verdoomed. Deswegen sind wir mal froh, dass der Chat uns so da ist. Aber auch den Germantown gibt es auch. In Amerika. Ja, da gibt es auch bestimmt Bratwurst. Das soll ja auch eines der größten Exportgüter sein, die Deutschland hat. Autos und Bratwurst. Ja. Excellent. Excellent. Und Schwarzbrot tatsächlich gibt es in Amerika kaum. Ja, die haben ja Toast und so, ne? Die haben halt nur Toast Main. Richtig gesunde. Das soll ja richtig ballaststoffreich sein, ja. Oder? Dann brauchst du nicht 50 Stück, ehe du satt bist. Naja, die ganze Welt ist spannender, wird ja gemeint. Im Chat ist, also wir haben ja das neue Setup.
Ich habe auch bemerkt, dass sehr viel drüber geredet wurde, wie unsere Studie aussieht. Einer hat richtig IQ gezeigt. Na, da hat es bei mir richtig laut geklingelt, als ich das gelesen habe. Der hat gemeint, Maxim, stellt mal euren Greenscreen richtig ein. Der sieht kacke aus. Das ist eine Wand! Mann! Die ist so tapeziert! Na, auch drüben! Aber... Kannst du ja einstellen, kannst ja bei X-Bild kann man ja Chroma Key machen, kannst du grün, kannst du blau und Ziegel. Ja! Und außerdem, wenn das wirklich ein Greenscreen wäre, würde ich da die ganze Zeit nur Flammen und so machen. Oder Strand. Also, damit die wirklich denken, dass wir in San Jose sind. Das ja. Wär's. Nee, wir würden Mexiko zeigen. Ja. Ein Taco-Bar. Klischees! Klischee-Bombe des Todes. Oh, es geht weiter, Leute. Finally. Gott sei Dank. Also sonst wäre hier wirklich die Dummheit ist komplett eskaliert. Alles klar, Jin Air, Green Wings gegen CRG. Laneswap haben wir bereits kurz erwähnt, kommt nämlich einer Ashe entgegen. Und Kalista kann in alle Ruhe farmen und Cannon kann nicht so sehr stressen. Wir sind jetzt auch, wie gesagt, der Laneswap von CLG durchgekommen. Jin Air interessiert das nicht sonderlich viel, machen hier ihr Double Jungle ganz normal auf der Botlane. Kalista alleine, während sich Chai ein bisschen... Chai? Chai. Schöner Tee, oder was? Chai, der Chai Latte. Alter, komplett brainlos. Während er sich da im Jungle aufhält. Hat einen tiefen Mord gesetzt am Wolf. Und ja, da wird ihm aufgefallen sein, er ist gar nicht da. Oh. Ist jetzt mit Level 1 hier auch in der Midlane. Ui, schon einmal getroffen worden. Macht ja natürlich trotzdem Stress. Er muss halt Cannon ausleben. Und das heißt, einfach den Gegner mit den Shurikens ständig zu bewerben. Seien es die Kleinen mit den Autotext oder die Großen mit dem Q. Kommen die Botlane-Rotation? Na, man möchte den Turret haben. Das gleiche sehen wir auch in der Toplane. Jax ist natürlich gar nicht so bad, wenn es darum geht, Türme einzureißen. Ja, denn Attack Speed Boni kriegt er durch die Passive ohnehin. Auf jeden Fall. Sollten auch ein Stück weit schneller sein. Kalista ist halt wirklich nicht gut, was das Töten von Türmen angeht. Ihre Autotext machen ja auch weniger Schaden. Kommt ich finde es mal schön, wenn man sagt, das Töten von Türmen. Wir haben auch Gefühle. Ja, ist wirklich so. Türme sind auch Menschen. Die haben ja, wenn du so ein ganz altes Gebäude hast, dann musst du das erst töten und dann baust du neues drauf. Ja. Ja. Und deswegen braucht man da auch Lizenzen für quasi. So eine Abrissfirma, die tötet halt richtig krass. Ja, das ist Auftragsmörder. Das ist wirklich so, diesen Underhand, Junge. Einfach nur... Ich habe auch heute beim Frühstück mein Brötchen getötet. Das hat einfach für mich Sinn gemacht. Ah, jetzt auf jeden Fall beide T1-Türme, Top und Bot, getötet worden. Ja. Dementsprechend ist Gold halt noch komplett ausgeglichen. Und der Counter-Jungle-Move hier von Winged und... Namen von Winged und Sovan. Oder Sohavan. Chai. Nenn ihn einfach Chai. Alles Scheiß. So ein Chai. So ein Scheiß. Gut, also, Kusan. Ja, den da, das ist die leichte Satz so ein bisschen. Aber er macht die Mitte unsicher. Hat 10 Farben mehr als Hui. Das ist krass. Das ist relativ, wirklich relativ viel. Wird jetzt in den Turret gedrückt. Asia ist im unterm Turm nicht so der Beste, weil es halt wirklich viel Flächenschaden ist, den der Soldat eventuell anrichtet. Und man sieht es an der Leiste. Er hat jetzt ein paar bekommen, aber wirklich nicht alle. Man sieht auch im Farm, ist Pilot tatsächlich ein Stück weit hinter Stixey. Also 10 Farm hier hinten. Da hat Stixey effektiver pushen können. Dafür aber Sovan aufziehen. Also bisher, was Farm angeht, CLG gut dabei. Hui natürlich mit ganz, ganz leichten Defiziten, aber das war kraftbar, denke ich. Das ist auch eine riesen Minion Wave hier. Eigentlich ein ziemlich großer Vorteil. Ja, und nichts mit ist vor allem auch am Start. Afromul ist halt wirklich mit der Kuh am Start. Und damit auch eine große Bedrohung. Sieht ja, wie viel Grundleben einfach dieser Champion hat. Einfach nur pro Level. Jetzt kassiert er aber ordentlich. Froh sein, dass die Sperre vorher schon ausgezogen worden sind. Ja, erstmal keine gesammelt hat. Aber es wurde stabilisiert. Vom Farm her vielleicht einen kleinen Nachteil. Aber damit sollte Kalista klarkommen, weil ihr Itembild besteht daraus wirklich sehr, sehr simplen Teileingegenständen. Und deswegen sollte das machbar sein. Wobei man aber auch sagen muss, dass Stixey, aber generell Ashe, auch nicht diese brachialen Power Spikes braucht wie andere AD Carries. Natürlich Infinity Edge und Static ist ihr Core auch. Oder BT auch möglich, ne? Also man hat auch auf Ashe verschiedene Möglichkeiten. Aber bei Ashe ist es prinzipiell so, Crit ist immer effektiv. Es deckt sich quasi, auf jeden Fall. Aber... Also Ashe ist der Charakter, der mit der Klinge der Habgier am meisten anfangen kann. Ja, auf jeden Fall.
Aber ansonsten auch, du hast ja auf anderen AD-Carries zwar mit Crit, mit dem Infinity Edge ein bisschen Crit, aber es ist ja immer so, desto mehr Items du hast, desto mehr Crit und Attack Speed du hast, desto besser ist dieser Wert. Bei Ashe ist das egal. Bei Ashe ist Crit gleich Crit. Das ist mal gleich quasi. Wobei sie natürlich trotzdem von der Angriffsgeschwindigkeit profitiert. Ja, ne? Das ist halt logisch, aber es ist bei ihr kein Glück. Das ist halt das wirklich Praktische. Du musst halt entsprechend Skill haben, beziehungsweise die Leute markieren. Sei es mit dem W oder der Ult oder einfach nur einen stumpfen Auto-Tag. Dann geht das einwandfrei. Der gute Chai, den gibt's wieder. Oh, Afro-Moose! Aber super, es ist stunned worden! Oh, ist das wie bitter! Bitter. Das war eigentlich ein guter Move. Schei wäre da definitiv in den Tower. Der dich mit alles klar, ne Lammeint. Oh Gott. So bad. Doch nicht so gut. Wer hat da definitiv in den Tower? Achso, ist sogar kein Tower. Wahrscheinlich dachte Afro das gleiche, ja. Oder wäre niemals gestorben. Nee. Das wäre Flash für Flash gewesen. Und Pilot hätte einfach noch gegengehalten. Also, das war auf jeden Fall der super sickeste Move bisher bei den Intellect Stream Masters. Aber auch ärgerlich, also wirklich ärgerlich, selbst wenn er ein Turret gewesen wäre. Ja, das wäre aber schön gewesen, dann hätte Chai auf jeden Fall flashen müssen und vielleicht sogar das Zeitliche gesegnet. So, aber Flashlosigkeit nur für Afumo. Sehr ärgerlich. Ah, aber jetzt auch nicht tödlich. Nee, noch nicht. Wie gesagt, die Karten stehen dann für die Amerikaner nicht so gut auf dem Papier. Green Wings wirklich kein schlechtes Team. Koreanisch angehaucht, das ist natürlich auch mal wieder praktisch, aber vielleicht wächst das CLG zusammen. Also sie nutzen halt wirklich die Möglichkeit, mit ihrem neuen Setup so ein bisschen klarzukommen, Synergie zu schaffen. Auch wenn es halt wirklich ärgerlich ist, dass es erstmal noch der alte Patch ist, aber für psychologische Sachen kann man noch, ja, kann man auch trainieren. Ja? Sie müssen ja auch wirklich zusammenhalten. Bringt währenddessen auch Elfe gesmite interessanterweise. Ist hier eine sehr, sehr gute Fügung, denn gerade Xmiddy und Afumu unterwegs im Jungle werden hier vom Wolf, vom Geist des Wolfes, mehr oder weniger gespottet. Pings kommen dementsprechend schon raus und Winged kann sich zurückziehen. Lässt den kleinen Raptor irritierenderweise da. Der wird die wirklich abfangen. Oh, den ist anscheinend sein Jungle sehr wichtig, obwohl da gar nichts mehr ist. Also er will wahrscheinlich seinen Kollegen schützen. Das wahrscheinlich eher, ja. Da auch jetzt Chai unterwegs. Frage ist nur, hat CLG bemerkt, dass der Wolf sie gespottet hat? Sieht ganz danach aus. Ich glaube, es wäre auch ultra naiv gewesen. Also, klar, Afromu ist da, aber er ist noch nicht Level 6, deswegen auch die Dive-Gefahr gegen The Riven sehr unwahrscheinlich. Also, sie kann sich halt auch wehren. Gerade wenn Leute auf sie draufspringen, müsste das eigentlich wunderbar funktionieren. Und CLG, die sammeln sich halt recht früh. Also, das Aram am gestrigen Tag nehmen sie anscheinend sehr ernst. Und, ja, versammeln sich auch in besagter Mitte. Aber der Wave-Clear von einer Lissandra ist jetzt nicht super schlecht. Es wurde genervt, das Q, deswegen ist sie auch kurz verschwunden. Aber ja, hat das jetzt auf einfach super viel Zeit kostet und der Farmabstand zu Hui ist riesig. 25 CS, das ist total. Auch wenn sie jetzt den Drake bekommen, sondern sie sammeln sich einfach so ziemlich random. Ja, bekommen jetzt den ersten Drachen, aber 5 Mann investieren sie dafür. Teleport kommt ja sogar raus von Sovan, das heißt, man kann ihn sogar brauchen. Oh, der Drache macht super viel Damage. Der hat hier prozentualen Schaden zugefügt. Jetzt ist natürlich Sovan so ein bisschen abgeschnitten. Geht da trotzdem rein, wurde kurz erschöpft, zieht viel Fokus auf sich. Scheint noch Level 5. Ebenfalls noch mit Problemen. Man wurde hier, oh, beim ersten Spieler befreit. Keine Chance gehabt, aber 1:1 noch insgesamt getauscht. Die Ash, die kommt da mit dem Heal. Oh, die kommt sogar noch weg, wurde nicht nochmal markiert. Damit auch nicht betäubt. Ah, und Chai die ganze Zeit Level 5 gewesen. Afumu allerdings auch. First Blood hier für den Support. Auf der Seite der Jin Air Green Wings. Auf der anderen Seite hat sich Hui den Kill schnappen können. Vielleicht das Farmdefizit gegenüber Kusan. Also ein Stück weit aus. Aber trotzdem irritierender Kampf auf jeden Fall. Kriegen aber den Blue Buff und voraussichtlich den Drake. Ja, war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, hier reinzugehen. Die 5-Mann-Investition von CLG Richtung Drachen hat sich wirklich nicht ausgezahlt. Und was zusätzlich hat Darshan so ein bisschen Anschluss verloren, was den Farm angeht. Und natürlich Hu hier auch immer noch. Das wird sehr, sehr problematisch, weil die Gegenstände für Lissandra sind auch überschaubarer Natur. Geht jetzt auch auf kein Needless-V oder so, sondern wirklich nur auf einzelne Gegenstände wird er also auch sehr früh, sehr hart glänzen können. Ein bisschen unangenehm. Dafür ist aber Asi im Late Game definitiv ein starker Charakter. Bei Lissandra, sie haben einfach so lange nicht mehr Competitive gesehen, ja, dass es noch schwer abzuschätzen ist. Auch ein Vorteil, den man eigentlich hat. Das Ding ist halt, Ashe ist wirklich sehr immobil. Also da ist man gegen eine Lissandra durchaus gefährdet, weil spätestens ab 2-3 Items bist du auch mit ihr in der One-Shot-Reichweite. Würde mich nicht wundern, wenn Stixi sich da, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich eine QSS holen wird, mindestens. Vielleicht sogar ein Banshees oder was in der Richtung.
Chai ist noch sehr weit davon entfernt, seinen Levelaufstieg zu erfahren. Will jetzt aber trotzdem hier mithelfen. Das ist natürlich der Vorteil an Cannon. Cannon Support. Und natürlich die Möglichkeit, den Turm wirklich ohne Druck, ohne Probleme anzugreifen, macht er jetzt auch. Pilot ebenfalls zur Stelle. Also wieder sehr koordiniert in aggressiver Natur, aber es wird auch gut verteidigt. Also CLG wusste von diesen Vorhaben. Sind da wirklich schnell hinrotiert, haben den Turm gehalten. Aber sie verzichten halt darauf viel. Wobei man noch erwähnen muss, da schon das aufgeholt war. Das ist wichtig. Ja. Geht als erstes auch standardgemäß Richtung Trinity Force. So waren zwar auch mit dem Phage am Start, das wird aber wahrscheinlich eher sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Oh, der Pinkwart. In den Black Cleaver investiert werden. Und ist ja wirklich alles noch ziemlich entspannt. Gold komplett ausgeglichen, Türme gleich. Nur der Drachenunterschied ist da. Und ich denke, CRG hat hier auf jeden Fall nichts dagegen zu skalieren. Sie sind 30 Farm auf der AD Carry Position vorn. Und Hui, das ist angesprochen, ist mit Asien ein absolutes Monster im Late. Wir werden noch sehen, wie er mit ihm umgeht. Der Champion hat auf jeden Fall Potenzial dazu. Das ist das, worauf wir uns auch aktuell verlassen können. Ist auch gerade ein Kampf zwischen Morellos und Nashos Zahn, in Bälde zumindest. Er hatte den Kill, das ist halt super wichtig. Also gerade, man muss aber denken, okay, sondern Assist, aber er wurde halt durch 3 geteilt. Also das Assist-Gold durch 3 geteilt. Das heißt, bleibt wirklich nicht viel übrig. Und ja, deswegen zieht er sich zurück, kommt mit Nashos und damit hast du einen guten Power-Spike, der auch wirklich wunderbar skaliert. Also jedes neue Item macht das Item stärker. Ja, definitiv. Nash ist jetzt fertig für Hugi. Ach man, ja, euch vielen ist schon aufgefallen. Also dessen Minion, das wird auf jeden Fall reported, okay? Aber da können wir jetzt nichts machen. Starten die Leere. Das Start einfach. Es hat einfach sowas Grausames gesehen. Tausend Jahre. Dass er einfach gedacht hat, no way. Das wäre lustig, wenn irgendjemand einfach hier dann vorbeilaufen würde mit einem HP und dann dreht er sich um. Hero Minion. Aber werden wir wahrscheinlich nicht erleben. Vielleicht hat er irgendwo einen Kumpan. Ja, das Witzige ist, für den Spectator Mode deckt er auf. So. Er ist ein Ward. Na, das ist praktisch. Aber. Wurde gerade sogar gepinkt. Also, die scheinen das auch zu sehen. Oder irre ich mich da? Der Ping war gerade exakt auf dem Minion. Ja, das ist sowieso. Das würde mich. Also, das wäre. Da müssen wir das Wort Remake auf jeden Fall etwas lauter verkünden. Wenn's Vision gibt, schon, ja. Die Leute meinen gerade, es sind 2 Minions. Das zweite haben wir nicht entdeckt. Er soll wohl irgendwo in der Midlane sein. Da. Ja, da ist das Hero Minion. Sieht doch genauso aus. 26 HP, das ist anscheinend Problem. Ne, 18, okay. Okay, also mehrere vorversetzte Wards von Green Wings. Das machen die wirklich sehr clever. Ja, Wards sind ja auch als Minions gecodet. Alles ist als Minions gecodet. Wer früher weiß, Anivia. Hast du mir das erzählt mit Jace und der Wall? Dass die Jace Wall, also diese Beschleunigungswand, die links und rechts diese Pfeiler als Minions gezählt haben. Alles ist und Asia konnte die Last hitten mit den Soldaten und hat dadurch XP-Vorteile bekommen. Du konntest mit Tryndamere durch die Anivia-Wall ehen und hast 28 Last-Hits gekriegt. Und Gold! What? Ja! Alter. Das ist so witzig. Aber eigentlich nicht. Eigentlich sehr traurig. Eigentlich sehr. Na, es ist halt unpraktisch. Aber. Naja. Wir sehen es auch, du hast angesprochen, Ash kann mit einem Everest Blade nun mal das meiste anfangen. Hat er sich natürlich auch geschnappt. Pilot will damit natürlich nichts zu tun haben, hat sein Blade inzwischen fertig. Ist im Farm immer noch leicht hinter Stixey. Aber hat mit dem Blade jetzt trotzdem einen guten Power Spike am Start. Jay auch endlich Level 6, Affamo bereits Level 7. Der mittlere Turm nun das Ziel von CLG. Bekommen auch einiges an Damage durch. Aber die Pinks kommen raus, Teleport von Sovan. Vielleicht sogar auf das Minion, aber anscheinend eher auf den Ward. Afromu mit dem Knock-up. Oh, gute Ultimate. Konnte den Arrow somit verhindern. Chai geht rein mit seiner. Bemüht sich, den Marschturm einzusetzen. Aber wenig Betäubung da angekommen. Jetzt aber Hui. Damit, ja, mit den Soldaten. Kann wirklich sehr gut arbeiten. Ah, klappt da gar nicht so schlecht. Also sehr sicher die Situation entschärft. Chai musste auch nicht mit der Ultimate gerettet werden, aber so ein Knock-up hätte vielleicht gut getan. Hat sich ja mit dem Flash in den Kampf reinbegeben. Hätte man auch mit Kalista lösen können. Oh, Smitty! Der ist tot! Kusan kriegt den Kill. Stark gemacht. Die Kralle wirklich auf maximaler Reichweite. Da eingesetzt und reaktiviert. Jetzt vielleicht sogar der Dive. Die Kuh hat keine Ultimate mehr. Also Afromu sieht sich da auch so zurück. Ja, zwar Flash, aber das jetzt hier zu verschwenden wäre wirklich wortwörtliche Verschwendung.
Turm. Kriegt einiges an Damage. Noch ist Dixie da, aber wird man ihn verteidigen können? Die Kralle macht hier zu viel Angst, man zieht sich zurück. Und der zweite Turm fällt hier für Virginia Greenwings. Geht auf ihr Konto. Und der Drache nun wieder gespawnt mit Callister. Kann man den natürlich exzellent machen. CLG auch nicht irgendwie mit dem Versuch, diesen zu stoppen. Ist der zweite nach 16 Minuten 30. Das ist ein ziemlich guter Wert. Also da muss CLG definitiv aufpassen. Noch aber sind sie in keiner guten Position. Aber wie gesagt, sie haben halt auf allen Lanes quasi die besser skalierenden Champions und dementsprechend auch das schwächere Early Midgame. Aber der Farm ist gut. Also erstens hat Hui aufgeholt. Farm ist gut, ja. Ash ist brutal weit vorne. 30 mehr. Das ist halt richtig viel. Plus Klinge der Habgier. Und wir können jetzt sogar erstmal sogar die Möglichkeit, uns da drauf zu gucken. Das sind 160 Gold. Das ist ein halber Kill. Ja, schon nur wird das Item selbst gesichert. Und auch Jax hat seine Core-Items zur Verfügung mit dem Phage und dem Glanz. Das tut halt wirklich schrecklich weh. Also eine Riven. Also die können sich jetzt gegenseitig outplayen, sagen wir es mal. Und er hat sogar Trinity jetzt fertig. Jetzt wird es super krassig. Ja. Muss aber trotzdem noch ein paar Passive-Stacks vorher aufbauen im Finalfall, weil Attack Speed ist dennoch nicht unwichtig auf Jax. Ist aber auch Level 11, also das ist entscheidend. Level 11 gegen Level 10, das sollte Sova nicht kämpfen, den Kampf nicht besuchen. Wir sehen es auch, in der Midlane wird sich Hui höchstwahrscheinlich mit dem Rylas ausstatten, komplett Standard. Man bekommt anstatt 2-3 Autotex mit den Soldaten und das kann kein anderes Damage-Item der Welt ausgleichen. Ja. Und Kusan kann sich noch für vieles entscheiden. Wäre auch vieles noch möglich. Ein Sonias ist nicht schlecht, weil dann kannst du aggressiv ulten und bist trotzdem noch sicher. Oder du kannst sogar dich selbst ulten und dann Sonias. Du bist also eine sehr lange Zeit unangreifbar. Und auch das die macht aber mit der Ultimate Sinn, bei möglichst wenig Leben sein zu setzen, weil du dann mehr heilst. Ja, erst Sonias, dann Ult eventuell, wie man möchte. Er hat mehr Spielraum. Aber auch weniger Schaden. Da Schaden, oh, das weiß ich. 500. Das ist halt mit Trinity ziemlich angenehm. Ja. Dann schon. Achso, du hast ja diesen doppelten Lack. Na, du arbeitest für deinen Schaden. Den Proc, Maschinenproc. Aber du kannst auch manchmal einfach richtig, richtig lucky sein. Und dann plötzlich den Gegner komplett zerstören. Aktuell ist er bei 20% Crit. Das ist GD4 halt wirklich. Das ist halt schon sehr berechnendes Glück, so. 20% jeder fünfte Autotake ungefähr. Das ist sehr viel. Sehr viel Schaden wird auch Sovan jetzt austeilen. Hat seinen Black Cleaver inzwischen fertig. Aber noch keine Schuhe, ist da also ein bisschen immobil. Finde ich mit Riven. Kann man nicht immer unbedingt von Immobilität sprechen, aber die Schuhe würden ihm da doch noch ziemlich gut aushelfen. Sticks hat ja auch weiterhin kein Infinity Ash. Also er ist ein Stück weit hinten. Gefühlt zumindest, was den Itembild angeht. Hat er natürlich schon Zweierschuhe und Double Dorans. Halt effektiv 1000 Gold, die er ansonsten schon für seine Infinity Ash investieren können. Turm auf der Top-Lane. Dass er vom Gebäude und er komplett gleich ist. Ja, er ist halt komplett gleich. Es sieht einfach nur weniger aus. Ja. Aber diese kleinen Items sich halt doch ziemlich, ziemlich hochstecken, was das Gold angeht. Es wäre irgendwie nicht schlecht, wenn bei Ash auch der Arrow so auf AD skalieren würde. X mit 0,2 oder so. Damit das ein bisschen mehr Impact hast. Der hat einen hohen Grundschaden mit 300. Der ersten Stufe ist schon super viel. Aber. Du bist halt da als Ash auch so brutal verwundbar. Und wir machen halt die späteren Situationen richtig, richtig Kummer. Als, gerade wenn man halt für CLG in irgendeiner Form stimmt. Weil man muss bedenken, Cannon überrennt ein. Auch die Kalista-Ultimate tut weh, wenn man durchbricht. Dann irgendwie betäubt. Und dich bringt einfach Riven so hart um. Du kannst vor allen Dingen mit einem Arrow dich nicht richtig gut schützen. Aber das ist das Problem. Ja. Also generell sehr, sehr viel Backline-Dive bei den Jhin'r Greenwings. Das ist halt eine gute Methode, um Azir zu bedrohen. Weil Azir ist halt super nervig, was Poke angeht, aber kann sich abseits von seiner Ult gegen Hard Engage wirklich nur begrenzt wehren. Er ist nicht sonderlich tanky. Und sein CC lässt auch zu wünschen übrig. Und Escapes, ja. Der E. Ist okay, aber wird halt auch leicht geblockt. Ja. Der Fumbo, der steht erstmal da. Ahmt das Minion nach. Ja, dieses Vieh hier, ne? Das ist einfach nur. Das ist einfach nur niedlich. Ne? Aber auch ein bisschen faul. Der nächste Drache kommt in 1,40. Wenn das jetzt schon der dritte wird, für die Green Wings hat man eine ganz gute Absicherung fürs Late Game. Das ist durch die Laufgeschwindigkeit. Die ist halt immer ganz praktisch. Aber es ist ein ruhiges Spiel, man merkt das. Und erneut, in regelmäßigen Abständen, versucht CRG diesen Turm in der Mitte zu
also irgendwie einzureißen. Es geht doch jedes Mal besser, habe ich das Gefühl. Gerade Hui mit dem Needlessly. Ja, langsam aber stetig. Der Bitum ist halt wirklich wichtig, um die Karte zu öffnen. Also einfach ein Hindernis weniger, um in den Jungle zu invaden. Hat dann eine Escape-Route mehr. Die konzentrieren sich wirklich stark darauf, wollen jetzt hier den Mittelturm einreißen. Es ist natürlich Map-Kontrolle, die für die Jhin Erguinix dann verloren geht und die auch in einer Minute bezüglich des Barons nicht, beziehungsweise des Drachens nicht gerade unwichtig sein könnte. Ja, aber man muss natürlich aufpassen. Der Wave hier ist brutal, ja. Und Ash hat eine ganz okay Reichweite, ist wirklich nicht wenig, aber 600. Das ist sehr stark eigentlich. Aber die Problematik liegt darin, dass du natürlich sofort eröffnet wirst in irgendeiner Form. Und du kannst halt als Alistair zum Beispiel sich schlecht gegen eine Lissandra schützen, weil sie einfach die Kralle reaktiviert, wenn sie Lust hat. Ja. Du kannst dich wie bei einer TF-Ultimate dann genau an der richtigen Stelle schon stehen und dann entsprechend schnell reagieren. Der Turm wurde aber genommen, also Green Wings haben... Wow, das war wirklich der Brian. Die ging hart daneben. Jetzt der Chai bedroht, aber Kalista ist da, kann ihn rausziehen. Jetzt hier Wing ziemlich tief drinne. Asia Wall defensiv verwendet Kusan. Oh, der Schaden explodiert. Keine Chance, zwei Spieler sofort mitgenommen. Das tat weh. Jetzt hier Chai hinterher mit der Ultimate, kommt die Betäubung durch. Der letzte Stack ist drauf. Tunnel aber nicht zur Verfügung. Stattdessen die Krammel. Jetzt der Knockup und Ash. Ist das die Rotation zum Baron? Ich gehe stark davon aus, Winged ist noch am Leben, man hat die Kalister. Also hier würde jetzt eigentlich nichts gegen den Baron sprechen, aber sie gehen lieber Richtung Drachen. Ist eine Nummer sicherer. Und es ist ja der dritte, darf man nicht vergessen. Es ist schon der dritte Drache nach nur 23 Minuten. Der Darshan, der läuft ja immer noch völlig paranoid rum. Ist jetzt aber auch rausgekommen. Ja, Drache Nummer 3. Ist das, finde ich, die sichere Variante? Kann man definitiv ja, so ansetzen. Man ist auch mit Kalista und der Klinge des gestürzten Königs in der Lage, wirklich viel Schaden zu machen, aber er ist eigentlich itemtechnisch noch etwas hinten. Und zwar, wie gesagt, er konnte sich noch zwei Dolche jetzt holen. Das ist halt wirklich viel Attack-Speed. Ja. Was nötig gewesen wäre. Weil das Ironische ist ja, es ist ja nicht nur der Schaden, den du mit dem einen Angriff machst, sondern es geht um die Stacks. Wenn du hier drei Stacks mehr bekommst pro 10 Sekunden, sage ich mal, dann ist das schon ein Vorteil. Ja, definitiv. Aber es ist trotzdem eine Gefahr, der sich CLG die ganze Zeit bewusst sein muss. Dass Pilot eben momentan zwar keine Kills hat, trotzdem aber ziemlich stark ist, sowohl im Teamfeld als auch was die Objekte angeht, weil du hast angesprochen, mehr Attack Speed heißt natürlich auch mehr Pfeile im Gegner. Und das ist gerade auch Richtung Baron, Richtung Drachen ziemlich gefährlich für CLG, wenn sie da unaufmerksam sind. Eigentlich hat man echt einen krassen Engage so bei den Wings. Aber bei CLG ja eigentlich auch. Alistair, Ash, Lee Sin. Der Arrow, der war ja wirklich. Ja, das muss halt treffen. Dann ist aber die Kombo-Möglichkeit auch da. Wenn so ein Arrow mal trifft, dann ist es sehr schwer, den Insekt noch auszuweichen. Zur Zeit wird es aber nicht funktionieren. Hui. Na, wie gesagt, hat das Rylai fertig. Aber mit dem Nashors Zahnverlangsamungen sind vorprogrammiert. Wir haben jetzt aber nun die Hurricane-Variante. Das ist noch die klassische. Wir müssen wieder daran erinnern. Das ist der 21er-Patch, also... Man hat jetzt hier nicht super viel Crit bei Pilot zur Verfügung. Trotzdem aber ein Item, was sehr hilfreich ist gegen die Frontline. Und du hast halt mindestens eine Kuh vor dir. Das gleiche gilt auch für Lee Sin und Jax. Das ist halt einfach nicht schön. Wir sind eine kurze Pause eingedreht. Ich bin sehr gespannt. Müssen wir natürlich dann auch in unsere Skype-Gruppe mal schauen, ob da vielleicht wirklich was mit den Minions ist, weil wir sehen die und... Also hier im Chat wurde gerade gesagt, dass im ESL-Stream die Minions ESL nicht da ja, sind. Ja, aber das ist vielleicht ein Spectator-Ding. Ja. Das wäre das Beste. Ja, also im ESS-Stream ist es nicht, das heißt, es muss ein Spectator sein. Aber der Ping vor uns war schon ziemlich genau. Das war verdächtig. Ja. Und wir haben halt viel Sportlichkeit bei den Worlds auch beobachten können, wo zum Beispiel Pink Worlds Vision Worlds nicht sehen. Und dann auch gesagt wurde, Leute, das ist gerade ziemlich krass. So. Das sollten wir vielleicht in irgendeiner Form anpassen. Naja, wir pausieren wieder ein bisschen. Ist, denke ich, ganz okay. Sind wir gewohnt. Bezogen auf den Ablauf, wie gesagt, ist noch ein Best of Three. Wahrscheinlich ist das auch, also entweder, wenn das Spiel jetzt noch länger geht, ist das mein letztes Spiel für heute. Danach wird dann der gute Mori übernehmen. Zumindest was die Caster-Position angeht. Und wir rotieren dann so ein Stück weit durch. Wenn das jetzt der 22er-Patch wäre, wären wir jetzt schon beim Best of Five. Im dritten Spiel vielleicht. Ja, ungefähr. Dann würden wir gleich nach Hause gehen. Ich hab heute, glaube ich, Vlesk hat gepostet. 60 Minuten, 3 Games geschafft. Ja, das ist nice. Das ist einfach ranked. Und ja. Für eine Streamer-Perspektive natürlich auch nicht schlecht.
Ist wirklich so. Ja, ein Streamer lebt ein kleines bisschen vom Werbebutton. Und ganz ehrlich, ich hatte Spiele, es macht einen riesen Unterschied, wenn man streamt und jedes Mal diese frickin' 50-Minuten-Games hat. Oder halt feedet und nur 20 Minuten spielt. Und dann drücke ich den Button. Du hast doch noch nur noch Diamond 3 bin. Wie bitte? Diamond 3? Für. Für. Naja, deswegen bin ich ja gedroppt. Die ganz schnell vorbei sind. Das stimmt. Mein einziges Ziel gewesen. Der Drop. Er hat's geschafft. Ja, muss man sagen. Aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie es dann wirklich später aussehen wird. All-Star, das Problem ist halt, dass bei den All-Stars die Ernsthaftigkeit, also das ist ja das große, das nächste aber größere Turnier. Aber ist das nicht ein Stück weit auch interessant oder cool zu sehen, dass auf den neuen Patch, wo alles noch chaotisch ist, dann ein Tournament ist, was nur aus Spaß besteht. Das heißt, wir werden so geile Picks sehen, wir werden richtig, richtig coole Sachen sehen. Ja. Gehe ich stark von aus. Also man lernt ja dann trotzdem was, weil absolut, man halt weiß, okay, das könnte jetzt in irgendeiner Form. Ich habe immer diese Theorie gehabt, ne? Wenn man Normal Games spielt, also ich persönlich kann ja Normal Games nicht ernst spielen. Für mich gibt es zwei Varianten. Entweder Troll-Picks, aber ernst spielen. Oder ernsthafte Picks, aber Troll spielen. Letzteres suckt. Ja, letzteres suckt. Und ich glaube auch, dass auf den Allstars Ersteres zu sehen sein wird. Weil Zweiteres ist einfach nur lame. Ja. Ist einfach nur feeden. Einfach nur feeden. Einfach nur feeden. Suckt. Einfach nur super krass. Aber ja, ihr merkt schon, wir sind, also nicht nur wir, sondern auch ihr, wir merken es im Chat, wir sind halt richtig, richtig heiß, so ein bisschen auf den 22er. Ja. Weil es einfach nur schön ist. Ich bin auch immer noch sehr irritiert, dass halt wirklich viele der Meinung sind, die Änderung, das ist nicht schön und ich höre auf mit LOL und bla. Aber denkt an K6, ne? Change is good. Und wie gesagt, ich hab noch nie so richtig, ich hab heute ein Gameplay editiert für den morgigen Tag auf YouTube und ich hatte so Bock einfach nur vom Zuschauen und vom Schneiden des Gameplays auf das Spiel selbst. Ja. Das ist ein gutes Zeichen, wenn man auch als Kommentator, der die ganze Zeit die Spiele sieht, immer noch richtig Bock hat zu zocken. Aber anscheinend nicht bei allen. Ich denke mal, die haben auch Bock zu zocken, müssen sich jetzt aber geduldigen. Ich glaube, die haben noch keinen Bock auf den Patch zu zocken. Ja gut. Aber sie haben auch eine lange, lange Zeit, bis sie jetzt quasi auf den neuen Patch kompetitiv spielen müssen. Das erste richtige Event ist ja dann quasi der Spring Split in der LCS. Vorher kommt ja nichts mehr. Selbst da haben sie dann noch einige Monate Zeit. Der ist aber gar nicht so weit weg so. Na gut, 2 Monate sind es aber noch. Das ist richtig krass. Also ja, das hat so, wir müssen uns vorstellen, auch firmentechnisch denken wir halt immer in Events. So, und das Jahr, das exploded. Das geht so schnell, weil du dich halt wirklich von einem zum anderen hangelst. Und wir sind natürlich bemüht, auch wieder. Stimmt, wir haben ja noch hier ESL-Meisterschaft haben wir bald, ne? Wir haben ESL-Meisterschaft, wir haben noch All-Stars, dann wird sich noch irgendwas anders, da haben wir noch irgendwas eintägiges, sneakiges, wo wir. King of the Hill haben wir noch eins. Oh, haben wir noch gar nicht gehört. Mit YouTubern. Hm. Da wird auch nochmal. Spoiler. Wird auch nochmal sein. Also das ist halt schön. Und die Weihnachtstage will man sich natürlich ein bisschen frei halten, aber die Spieler, die. Die müssen sich halt so ein Stück weit beeilen und auch rauskriegen, wie es jetzt nun metatechnisch, wie was funktioniert. Und das ist halt das, was das war auch dieses tolle Worlds-Feeling, ne, wo man gesehen hat, Alter, also der 18er-Patch war schon ziemlich nice. Oh, Mordecai's out. Diese ganzen Juggernauts, die einfach nur stupid waren. Und dann denkst du dir, jetzt nice, jetzt können wir die Competitive sehen. Und für die Worlds-Timer war es wahrscheinlich schrecklich. Oh, die Teams haben ja mehrmals gesagt, wir waren so unvorbereitet, es war die Hölle. Aber das ist euer Problem, ne? Wir finden es ja übelst toll, dass wir was abschauen können, was lernen können, dann sehen, dass Mordekaiser nicht mehr ansatzweise verliert oder Gangplank. Und das macht schon Laune. Und jetzt bin ich mehr gehypt für die LCS als bei den Worlds, wenn man das überhaupt sagen kann. Bei Worlds war schon super sick, super nice, aber jetzt nur in-game abschautechnisch betrachtet, was lerntechnisch betrachtet, habe ich übel Bock auf den 22er. Das ist halt wieder, man sagt ja immer, ja, man soll Streams schauen, um besser zu werden, LCS gucken, aber jetzt ist das halt wirklich Programm. Wenn du halt noch nicht mal weißt, welche Items eventuell am besten sind oder welche Champions gut sind, dann kann man wirklich richtig, richtig viel lernen. Man kann ja auch niemals vom Solo-Queue dann auf das Team-Rank schließen. Bei einigen Sachen ja, so, bei einigen Sachen sind einfach so obvious, so. Aber bei anderen Sachen, dann hoffe ich einfach nur, dass dann irgendein Heimerdinger oder keine Ahnung was kommt. Irgendwas völlig Gestörtes. Urgott, Death's Dance, irgendwas. AP Shaco. Shaco, also einfach. Soll momentan auch ziemlich stark sein. Mit was? Auch mit
Ghostblade, oder? Mit Jesus. Mit Jesus meine ich. Mit Jesus. Mit Jesus, Alter. mit Jesus Blade. Na, das ist halt, stimmt, sein freaking Klon prockt das ja mir dann auch mehrmals. Ja. Bah. Sated, Klon. Das ist ja wirklich nur ein Auto-Tag. Tiamat. Auch noch obendrauf. Na? Wäre nicht so schön. Bin auch da gespannt. Freue mich schon auf die nächsten Patch-Notes, wo er so ein Stück weit angepasst wird. Kommt, ich würde sogar mich nicht wundern, wenn es nächste Woche kommen würde. Du hast immer gesagt, Donnerstag ist Patch-Tag. Ja. Das heißt, ich muss Mittwoch meine Augen offen halten, damit das Video möglichst schön wird für euch. Ja, ich habe schon ein bisschen auf den PB umgeschaut, was da so Veränderungen kommen würden. Was mir ein bisschen Kummer macht, ist Eloy oder so? Eloy. Ich glaube Eloy, ja. Sieht auch interessant aus. Ne? Sieht wieder ein bisschen. Wir haben hier einen coolen Champion. Ihr kauft den. Und ja. Dann bricht er das Spiel für einen Patch. Und dann wird er gehotfixt. Weil das, was ich da gesehen habe auf Reddit, war einfach nur zum Schießen. Na gut, wir gehen in-game. Merken das schon, dass der Druck von den Green Wings super krass ist. Ja, bemühen sich. Bin auf 5-1, aber der Goldvorsprung ist halt klein. Ja. Das ist halt wirklich, wirklich wenig. Weil der Farm extrem stabil ist. Also echt, allen voran 30 mehr. Das ist schon total. Und nun aber die Rotation zur Top-Lane. Sie bauen halt auf Druck. Das ist eigentlich das ist immer ganz, ganz praktisch. Jetzt sieht man schon, Wing geht rüber. Den Turm wird man for free bekommen. Unten sieht man natürlich aber den guten Darschanz mit Push. Ja, das ist natürlich das, was ein Jax am besten kann. Die Frage ist nur, was machen die Jinja Greenlings, um das zu stoppen? Sie haben natürlich die Riven, die sie runterschicken können, aber keinen Teleport. Und der wurde gerade abgebrochen. Das heißt, Darshan wird wahrscheinlich mit dem unteren Turm kurzen Prozess machen. Wobei, da kommt der Rek'Sai. Ja, die Rek'Sai, aber der Turm, ja, der wird fallen. Eh nochmal angemacht, aus welchem Grund auch immer. Für den Trinity. Ah, oh, stimmt. Bock. Ja. Aber eigentlich ist es wirklich völlig. Naja. Der Cooldown ist nicht so hoch, sagen wir es mal so. Aber er prockt ja nicht am Tower, deswegen ist der Cooldown dann länger. Der W. Der Cooldown geht dir erst los, wenn du den W benutzt hast und der abgelaufen ist. Der hält ja 5-6 Sekunden, der Buff. Okay. Jetzt ist es 1 gegen 1 und wir sehen, dass ein Jax Schmerz zufügt. Der muss da so ein kleines bisschen raus. Da wird er sich noch nicht mitmessen, obwohl er schon bereits einen Diamant besitzt. Beide auch mit Ninja-Tabis ausgestattet. Was ärgerlich für Riven ist, weil sie natürlich mit den Ninja-Tabis nicht so viel anfangen kann. Und tschüss. Ja, gut, beide können damit viel anfangen eigentlich. Ja, aber Jax. Es ist so viel Magic Damage das stimmt, bei Jax, ja. Dass du wirklich blöd wirst. Das stimmt. Aber trotzdem sehr gut, weil man muss bedenken, Ninja-Tabis reduzieren, sogar auf die Passive, nur Auto-Tags. Und bei Riven, bin ich ganz ehrlich, sind super wenig Auto-Tags. Vergleichsweise. Ja. Sondern einfach nur 1000 Spells, aber dafür hast du die Armor. Also am Ende ist es wirklich besser. Aber ich würde die gerne mal richtig kämpfen sehen. Das ist, muss ich mir vorstellen, wir sind 26 Minuten, es ist wirklich wenig passiert. Die Leute leveln wie die Blöden. Und es wird wieder einen Mega-Clash geben, wo dann das Spiel einfach entschieden wird. Steht vor allem ja auch 5-1 hier für die Jinja Greenwings. Bisher sind sie im Gold aber komplett gleich, also. Da macht sich der Farmunterschied gerade auf der AD-Carry-Position mit 50 deutlich. Hat jetzt auch seine zwei Core-Items, der Gristix, ey. Infinity Edge und Stradic. Hat jetzt zwar auch seine Core-Items, aber die sind halt spottbillig. Ja. Das heißt, effektive Sticks hier, gutes Stück. Oh, wahrscheinlich so 1500 Gold. Au, au, au. Das war kein guter Trade. Darshan jetzt hier mit einem riesen Nachteil. Auch natürlich seine Rüstung durchdrungen. Dank des schwarzen Beiles. Das ist natürlich der Vorteil, dass wirklich Auto-Tags und Spells das Ganze natürlich beschleunigen. Plus jeder normale Schaden, auch durch Spells angerichtet, beschleunigt den. Und Riven ist halt nicht langsam, obwohl halt Jax eigentlich den Trinity-Movement-Speed-Vorteil hat. Macht es hier nicht schlecht. Er kann immer rein und dann den Towershot mit seinem E noch blocken. Wirklich gut. Nutzt hier die Stärke von Riven perfekt aus. Darshan hat aber auch noch keinen Blade fertig. Wenn er das hat, sieht das Ganze nochmal ein Stück weit anders aus. Diesen Proc zu haben, dieses extra Leben. Und den extra Lifesteal mehr oder weniger. Und den Slow. Der ist natürlich auch nicht unwichtig. Der wird ihm helfen, um diese Trades besser gestalten zu können. Weil dann ist Riven nicht mehr ganz so safe, kann halt re-engaged werden. Oh, zwei Baron Auto-Tags. Einfach mal 600 Leben gefühlt verloren. T muss zurück. Pinkwart, aber immer noch sehr nützlich, wenn es darum geht, die Baron-Präsenz aufrechtzuerhalten. Das ist halt immer der Vorteil der blauen Seite, was auch nicht so schnell gefixt werden kann. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn eines Tages es so sein wird, dass der Baron und Drake im Spiel die Position tauschen.
Weil die blaue Seite hat ja einen Vorteil. Die kann den, aber den Baron einfacher sichern. Das hat sich ja ein Stück weit durch diesen, durch den Harald, wie ich ihn gerne nenne, hat sich das ja ein Stück weit... Ja gut, das für die, das, die Langeweile der Toplaner ist etwas reduziert worden, ja. Ja aber gut, aber die Sache ist halt, ich sehe viele Spiele, in denen der Baron nicht einmal angefasst wird, weil die Spieler halt so schnell vorbei sind. Der ist ja immer noch stark. Und in der 22., 23. Minute einen Baron zu machen, da musst du halt das Team schon fast acen oder einfach super starke Champions haben. Nee, aber ich meine, so die, diese 40 Minuten Super-Tänze. Aber die wird halt nicht mehr aufs Game, ist die Sache. Das wissen wir nicht. ESL-Meisterschaft hat auch auf einem neuen Patch gespielt, war super langsam. Super, super langsam. Naja, aber es wird auf jeden Fall diese Symmetrie der Karte etwas aufheben. Ne? Wenn der Drake jetzt stirbt, spawnt er beim nächsten Mal bei Baron. Die tauschen einfach. Das ist meine Prediction. 2017. Gut, der gute Chai. Markiert. Schöner Schau. Oh! Down. Sofort down. Da hat der Pilot keine Lust gehabt. Hätte ihn wirklich ulten können. Er war in Reichweite. Teleport jetzt hier auch benutzt. Kommt von da schon auch mal raus. Wird aber abgebrochen. Wollte da nicht hin. Ärgerlich. Drachen wird man jetzt auch dadurch aufgegeben haben. Also erster für CLG. Den vierten verhindert. Das ist auch nicht schlecht. Und das sind so die kleinen Momente, wo man zurückkommt. Also... Dafür, dass man die Green Ring so hoch geratet hat, ist ja aktuell nicht das super mega Outplay zu sehen. Ja, man darf halt wirklich nicht vergessen. Man darf einfach nicht vergessen, CLG hat hier das stärkere Late Game. Zumindest meiner Meinung nach. Natürlich, es ist ein kleiner Unterschied vergleichsweise. Aber. Ja, so ein Asi im Late Game ist halt schon sehr, sehr ekelhaft. Und. Muss man erst mal mit klarkommen. Gerade mit Kalister. Mit so einer relativ begrenzten Range und diesem Rylai Slow. Da bist du halt schneller tot, als dir lieb ist. Und das skaliert halt super hart. Ne? Wir haben halt Spiele gesehen, wo Easy Hun zum Beispiel AC gespielt hat und dreimal jemand Autotaker, das war GG. Jetzt aber der Baron. Ne? Einige Stacks sind schon in ihm drin. Ne? Pilot zieht sich aber nur mit seinen Teamkollegen zurück. Hat ein bisschen Zeit investiert, aber es wurde auch nichts gewonnen auf der anderen Seite. Also beide waren da, jetzt haben wir wieder Sicht erlangt, was gut ist für CLG. Das ist ja wirklich ein Stück weit einfallslos, was Jin Air gerade macht. Fangen den Drachen an, einer stirbt, gehen weg, verlieren den Drachen. Fangen den Baron an, gehen sofort wieder weg, also... Momentan ist noch viel weiter gespielt. Wow, das war ein absolutes Stachelschwein, da. Ja? Schön vollgestopft, der Junge. CG konnte aber. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt in der Midlane eingehabt hätte, der wenigstens gefarmt hätte, während am Baron getanzt worden wäre. Da wäre jetzt so ein kleiner Vorteil nochmal entstanden. Aber der Farmabstand zwischen Pilot und Ash, ja, das ist ja riesig. Plus, dass jetzt sich für Cleanse entschieden, also beziehungsweise fürs QSS entschieden wurde, um sich vom Arrow zu befreien. Es war an sich wirklich nicht schlecht, wie gesagt, du hast angesprochen für den Arrow, aber hat sogar sein Item mit nur noch mehr. Effektiv hat Zixer jetzt, was Damage angeht, so 2.000 bis 3.000 Gold mehr als er in Damage-Items bereits investieren können. Vor allem kommt nur noch der Punkt hinzu, dass er auf den Blutduster ansteuert und damit sehr, sehr gut gewaffnet ist. Also, er wird wahrscheinlich immer noch den härtesten Fokus von Lissandra erfahren. Müssen wir jetzt einfach mal ausgehen. Und... Oh, jetzt geht CLG hier Richtung Baron. Keine Vision von Jin Air, aber das die, doch, sie ahnen es. Teleport kommt raus, jetzt aber 6k Leben nur noch. 5k, 4k. Wir müssen jetzt schnell sein. 3000. Jo, da kommt der Cannon. Der Baron wurde aber gemacht. CLG mit dem Vorteil. Sie verlieren aber Teammitglieder links und rechts. Wurde einfach abgerissen von Riven. Auch Afromu, die Ultimate, die hat man nicht gespürt. Ob das so worth ist? Drei Leute. Sie haben den Vorteil, Mitte wurde ausgepusht. Das heißt, sie können jetzt hier in der Mitte nicht pushen. Werden wahrscheinlich aber einfach nur facetaken. Ich gehe ganz stark davon aus. Also, Goldtechnisch war es okay. Wobei man sagen muss das Assist-Gold noch draufrechnen. Also wahrscheinlich genau gleich, man sieht es ja auch, es ist kein großer Abstand entstanden. Und den Baron-Buff zu nutzen wird aber schwierig. Es ist wirklich gut, dass Hui ihn hat, weil er mit den Vasallen jetzt nun einen kurzen Prozess machen kann. Hat einfach mehr EP zur Verfügung, oder? Das ist wirklich nützlich. Jetzt aber Kusan kommt da nochmal locker weg. Ja, die haben sich beide ablenken lassen. Der Turm wird also fallen. Vielleicht war es aber eine bewusste Entscheidung. Ah, war hier jetzt noch in der Unterzahl, die anderen drei, die gerade gestorben sind, sind jetzt erst gespawnt, also... Im Endeffekt, ich denke, der Baron war sogar schlecht für sie. Wir sehen jetzt hier das Powerplay natürlich nicht, wie noch bei den Worlds, aber... 4000 Gold oder 3500 Gold waren die Jin Air Greenlings vor diesem Baron definitiv nicht vorn. War schon... nicht so gut. Ein Vorteil hat es natürlich, die Jin Air Greenlings können jetzt erstmal die nächsten 6 Minuten kein Baron mehr machen. Aber... ich denke, man wird mit dem Baron-Bach auch nicht wirklich was anfangen können. Es war kein Nachteil, dass sie gemacht haben. Es ist, also man muss bedenken, es wurde ausgeglichen durch die Kills, aber sie haben ja trotzdem Gold erhalten, was ihnen hilft. Ja. Das stimmt, Wenn nichts passiert, wären sie jetzt 300 Gold weniger. Ja, sie haben quasi
das Late Game so ein bisschen nach vorne gezogen, so um 1-2 Minuten. Und das kommt ihnen definitiv zugute. Denn er ist Dixel bald mit dem BT am Start. Auch Huhi arbeitet auf seinen Rabadons zu. Und dann wird es richtig schmerzhaft. Rabadons, Rylai's, Nashor's, Zauberer-Show auf einem Aasir. Das ist One-Shot. Oder nicht One-Shot, aber quasi vor Peaks. Potenzial. Vor allen Dingen hat man wieder diese Triple. Alter, dein Blick. Ja, das war sehr lustig. Aber man muss bedenken, man hat diesen sogenannten Triple Threat. So. Du weißt ja noch, du weißt ja gar nicht, wie du jetzt fokussieren sollst. Du hast Huhi erwähnt. Rabadon war. So, dann ist er halt richtig giftig. Smitty will hier sterben. Kommt aber nochmal raus. Und Ash natürlich, darf man nicht ignorieren. Und das gleiche gilt für Jax. Jax ist halt einfach ekelhaft so. Ja. Hat super viel AD, hat super viel also super viel AP jetzt nicht, aber er hat ein bisschen AP, das heißt, seine Resistenzwerte sind trotzdem kernig. Er springt rein und rasiert ihn. Also eine Kalista stirbt einfach wirklich super schnell. Das muss natürlich der gute Zion Spawn bzw. Dasha hier auch ausnutzen. Ja, man hat ja auch keine Doppel-Safe-Kombo quasi auf der Botlane, keine... Oh, sofortiger Disengage-Kurs, dann kommt er nicht auf, wird abgerippt! Der Aasir-Schaden, der ist real auf Wink, bemüht sich, aber die Carries, die schützen sich wunderbar, kiten so gut es geht, es will aber nicht ausreichen. Rivet-Schaden, was ist da bitte los? Nimmt er den nächsten auseinander, Dasha nun ebenfalls auf der anderen Seite am Rasieren. Also die Top-Laner haben ja gerade echt beide Team-Kompositionen zerstört, aber CLG kam gut bei weg. Kusan hat sich nicht geultet, sondern... Afumu, der seine Ult noch ready hatte, ist dann sofort abgeholt worden. Sonyas auch nicht benutzt. Pilot keine QSS benutzt. Kein Flash, kein Heal. Sehr, sehr irritierender Kampf hier von den Green Wings. Und aber man sieht den Einfluss von Jax. Er hat die Leute aufgeräumt. Also Riven war wirklich sehr stark. Hat dahin echt Terror gemacht. Aber der Aasir Disengage war brutal. So. Die kam ja gar nicht mehr an die ran. Und... ärgerlich, also die Green Wings werden hier von den Amerikanern ganz schön unter Druck gesetzt. Also sie zögern halt einfach zu lang. Jetzt ist schon die Situation oder der Moment angekommen, wo Stixxay einfach um einiges stärker ist als Pilot. Wenn wir uns die Items mal anschauen, Infinity Edge kostet 600 mehr als BF, als Blade. BT kostet ja fast 1000 mehr als Runans und Static ist auch teurer als Last Whisper. Also alle Items teurer. Und die Schuhe hat er ja auch schon, also der Schaden, den kannst du momentan überhaupt nicht vergleichen. Aber die Drache haben sie trotzdem bekommen und das ist der vierte inzwischen. Ja. Vierte Drache, da kann CLG vom Glück reden, dass sie hier diesen ersten bekommen haben. Das wäre jetzt jede 6 Minuten für CLG eine große Gefahr. Plus natürlich die Tatsache, dass der Baron bald kommt. Und um den muss sowieso getanzt werden. Man hat nämlich auch nicht, also keinen Vorteil jetzt inhib-technisch gesehen. Sie haben den Turret geholt, das ist nicht schlecht. Weil es ihn auch bezogen auf das globale Gold ungemein aussieht. Wir haben halt ein sehr, 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 sehr ausgeglichenes Spiel diesbezüglich. Aber die Verteilung und die Skalierung ist sehr, sehr schwierig. Also ich hätte nicht gedacht, dass Kusan so krass rausgeschmissen wird, sofort. Wenn du deine Ultimate nicht auf dich selbst verwendet, ist halt ja. Lisandra damit schwierig. Er hat auch selber nicht gerechnet. Er hatte ja das Sonyas noch ready. Hat zwar einfach nicht benutzt. Da war wahrscheinlich ein Soldat in einer Position, mit der Kusan nicht gerechnet hat. Auf jeden Fall ärgerlich. Baron jetzt in 2 Minuten wieder da. CLG bisher in einer ziemlich guten Position. Haben den Inhibitor leider nicht bekommen. Aber trotzdem den offenen erzeugt. Was heißt, Darshan kann doch einfach in die Midlane marschieren und da den Inhibitor zumindest unter Druck setzen. Aber mit Ashe und Jax und Aasir kann man einfach auch mal ganz schnell einen Baron machen. Also das ist nicht das Problem. Vor allem bezogen auf die Kosteneffizienz ist jetzt bei Darshan jetzt mit dem Sterax brutal. Also du wehrst dich halt so gut gegen Riven, weil sie hat nun mal Burst. Und das gleiche können wir halt immer noch von Lisandra sagen. Technisch sie gehen sogar von Pilot, wenn er wirklich so viel Sperre nicht reinballert. Ist halt wirklich erst die E-Aktivierung, der nötige Schaden, der das Terax zum Platzen bringt. Und dann muss man eben, also es ist ja nicht nur ein Tank-Item, sondern wie gesagt 25% deiner Grund-AD wird draufgerechnet. Und es werden 50, wenn der Schild geploppt wurde. Und das für eine ziemlich lange Zeit. Also 6 Sekunden, glaube ich. Das ist wirklich viel. Und Trinity ist dadurch verbessert. Na? Nicht wenig, vor allem. Ne? Ja, dann werden es halt schnell mal 300. Power Afumu muss hier nicht ulten. Schon einiges an Grundtankiness am Start mit dem Solaris und dem ausgebauten Sidestone. Sie wollen jetzt natürlich den Inhibitor hier zerstören, um noch mehr Druck auszuüben und eventuell dann hinsichtlich des Drachens und des Barons schon mal gute Ausgangspositionen zu schaffen. Aber Jin Air
lassen ihn hier anscheinend sogar fallen. Nein. Oh, jetzt geht der Chai rein. Schöne Betäubung links, rechts, die HP leisten. Oh, die gehen so in Off-Remove, überlebt das Grab noch so. Der Propeller ist aktiviert. Man fängt sich jetzt auch Gusan abgerissen. Und Hui, der lebt halt immer noch. Das gleiche gilt für Ash. Super stark gewirkt. Schöner Engage eigentlich. Darshan hat wurde aber null genutzt. Sovan haben überlebt. Oh. Außer Off-Remove, aber ja, Sovan hätte sein zwar Darshan eher gesagt, hier ulten können. Hat's aber nicht getan, er hat sein E noch rausbekommen und dadurch die Autotext geblockt und damit dann Double Pick geholt, mehr oder weniger für sein Team. Sehr ärgerlich. 2 für 1 ist trotzdem glimpflich ausgegangen hier für die Green Wings. Den Nimito haben sie aber verloren und vielleicht auch mehr. Der Ward da ist nicht unwichtig. Oh, das ist halt Asia, der Schaden, der ist einfach nur furchtbar. Chai muss da vorsichtig sein. Zack, wurde auch kurz getroffen. Pilot kann sich da auch nicht rein, das kann jetzt. Also das ist jetzt the moment to shine, so. Für Hui. To shy. Das war, es war der Moment to shy für einen kurzen Moment. So, aber es hat nicht gereicht. Zu stealen, aber ich gehe stark davon aus, dass das hier. Oh, der Erzbrenner den Supporter schon zerrissen. Und ja, wieder da die Qs noch abgefeuert. Das dürfte es gewesen sein. Baron für CLG. Sie behaupten sich wunderbar gegen die Koreaner hier. Wirklich gut gemacht. Eigentlich, du hast es angesprochen. Schöner Engage hier von Shy. Der Follow-up war aber nicht genügend. Also die Teamfights von den Green Wings sind hier nicht optimal. Bis halt nach der Asia Wall super safe und der Schaden ist unnormal. Also auch, was Ash jetzt hier rausdrücken konnte, um sich zu wehren, war phänomenal. Und der Follow-up ist halt katastrophal. Er beschleunigt, er flasht rein in Ult, da kommt halt keine Sau hinterher. Ja. Da muss halt die Kralle von Kusan schon draußen sein, aber wenn die Kralle aktiviert wird, weiß CLG, alles klar, ich geh zurück. Ja. Also sie haben halt wirklich guten Engage trotzdem auf der Instagram Green Wings, aber der Follow-up, den du hier ansprichst, der lässt zu wünschen übrig. Riven hatte keinen Flash, Winged hatte keinen Flash, Kusan wahrscheinlich auch nicht. Da fällt es dann schwer hinterherzukommen. Nichtsdestotrotz, der Goldunterschied immer noch denkbar gering, 1000 nach 40 Minuten, das ist gar nichts. Aber jetzt kommt das stärkere Late Game von CLG einfach zum Tragen. QSS und auch bei Stixxay am Start. Der Baron, der wird helfen. 2 QSS sogar schon dabei bei CLG, also für Kusan werden die Ziele zu ulten immer weniger. Ja. Man muss jetzt, eigentlich muss man jetzt nur auf Hui gehen. Also den muss man zwingend töten. Er ist noch Stundenglas los. Er geht jetzt auch auf den letzten Anzug, wollte ich schon sagen, auf den leeren Stab, um den Schaden wirklich auf aufs Maximum zu treiben. Und wenn sie zu viert bleiben, ist es nicht schlecht. Sie haben guten Disengage. Und können halt Darshan die ganze Zeit splitpushen lassen. Er hat jetzt wieder Teleport und ich glaube nicht, dass sich Riven mit ihm anlegen kann. Weil muss man denken, bei der Propelleraktivierung, klar, kein Autotech kommt durch. Aber sämtlicher AOE-Schaden wird reduziert und das ist bei Riven alles. Ja. Also jeder einzelne Spell so. 25% weniger, das ist halt stupid. Jetzt werden wir Zeuge davon. Also, boom, er springt rein. Der Schaden, der ist schon nicht schlecht. Beide können sich wehren. Darshan muss aber wegen dem Teleport zurückziehen. Kusan. Oh, Cleanse! Super gut aktiviert, die Kralle aber hinterher, der Propeller ebenfalls um sich zu schützen. Stax kann ihn nochmal ganz gut verteidigen, aber Riven hat 8 Flashes. Währenddessen aber auf der Botlane hier CLG jetzt in der Überzahl. Also man hat sehr viel Zeit investiert, um Darshan zu töten. Und jetzt den Inhibitor-Turm hier verloren. Teleport kommt aber raus von Sovan, trotzdem nur zu viert. Homeguards von Kusan sind auch am Start, aber... Das hat voll gelohnt. Das war überhaupt nicht... Ja, das hat sich für CLG auf jeden Fall gelohnt, ja. Für Jhin Air überhaupt nicht. Aber der Drache ist gleich da. Und Jhin Air sind jetzt im Oh, Arrow! Hier. Die wollen Jungler haben und... Oh, Flash! Und dann der Tunnel mit der Leiche gemacht. Konnte zumindest aber Hui abholen. Das hat funktioniert. Jetzt muss echt kiten. Oh, Ende kriegt hier den Double Kill. Macht das wunderbar. Smitty vertreibt den Kollegen. Kusa mit der Kralle hat sie nicht reaktiviert. Und die Kuh sammelt Speer. Oh, die Ultimate reicht nicht. Kriegt er mit dem Arrow noch den Kill. Der ominöse 5. Drache, immer wenn irgendein Team in irgendeinem Turnier die Möglichkeit hat, zum 5. Drachen zu kommen und auch eigentlich eine gute Ausgangsposition hat, sie hatten hier das 5 gegen 4, dann kommt irgendein Bronze-Move, der ihnen das komplette, oder nicht das komplette Game, aber zumindest den 5. Drachen komplett versaut. Winged da von der Seite, versucht zu flanken, komplett sinnlos, hat keinen Sinn gemacht, hätten einfach zu 5 als Einheit Richtung Drachen gehen können und sich diesen ohne weiteres abholen können. So aber... Wieder ein schlechter Trade, 3 Leute verloren und den potenziell 5. Drachen wieder 6 Minuten verzögert. Und Stixxay, 4 Items, der wird einfach, oder der ist schon ein riesiges Problem für die Green Wings. Ich bin so gespannt auf die Analyse nachher, wenn alle Green Wings getippt haben. Das wird absolut delicious. Ja? Stixxay, wirklich ein Tier so. Auch die QSS-Aktivierung on point, ja, war super safe. Sofort raus, dann über der Wand. Danach ist halt... Unaufhaltsam, so.
Und Darshan war jetzt ja nicht mehr dabei, ne? Der wird ja ebenfalls noch eine große Bedrohung darstellen, weil jetzt ist kein Teleport zur Verfügung, um eine 2 gegen 1 Situation zu erzeugen. Es wird jetzt Riven komplett abschlachten, so. Außer sie kritisiert jetzt zu 100% die ganze Zeit. Aber selbst dann wird es schwierig. Ja. Natürlich macht Riven immer noch kurzen Prozess mit Huhi und Stixey. Ja, dafür ist er da. Dafür ist er da. Aber Afromu wird sie einfach rauskämpfen, so. Ja, im Optimalfall schon. Also es wird alles andere als leicht für die Queen Wings hier nochmal zurückzukommen. Wir haben 4 Items auf beiden Midlanern, aber Azir theoretisch mit der viel, viel größeren Stärke wesentlich mehr Potenzial hier den Teamfight für sein Team zu drehen. Hat jetzt auch sich 5, wirklich, er hat sein letztes Item ausgebaut und holt sich 5 Kekse, ne? Ja, warum nicht? Einfach 750 Leben in einem langen Teamfight. Das stimmt. Du hast natürlich den 20er Burst. Im ersten Keks. Also auch 5-mal drücken, direkt der 100er hier. Das war ja mal kurz so. Ach, hier nicht? Nein, Alter! Das dann würde es jeder machen, weil das ist ein Drittel von dem Heal. So. Das wäre nicht so bad, aber es geht nur beim ersten. Also es geht nur, wenn es nicht auf Benutzung ist. So. Also ist es dann quasi, wenn du die Kekse stackst, sobald der erste abläuft, kriegst du dann den 20er Burst Heal oder verschwendest du den dann, wenn du die Kekse stackst? Wenn du einen Keks isst und innerhalb der Zeit, wo er immer noch gegessen wird, nochmal drückst, kriegst du keinen 20. Also ist er dann gewastet? Naja, du kriegst... Die 20 sind dann gewastet. Du kriegst die 20 gewastet. Das ist ja anders. Ja, das ist so, das ist fair. Das war mal eine Zeit lang so. Ich finde, das sollte dann so sein, wenn der erste Keks abläuft, dass man den 20er hier vom anderen Keks kriegt. Nee. Danach, oder was? Ja. Ach so, als Stack quasi. Jetzt verstehe ich's. Ja, das wäre vielleicht eine Variante, aber das, dann hat man es lieber auf den Skill geschoben. Weil du konntest halt, glaube ich, eine gewisse Zeit lang, das war echt so, du wurdest geknallt. Und das halt ging also. Das war einfach nicht clever. Jetzt aber erstmal CLG auf jeden Fall den T2 Top-Lane-Turm eingerissen. Den letzten T2-Turm der Green Wings. Baron in einer Minute wieder da. Gute Ausgangsposition für CLG. Darshan hat Teleport und ist Shovan hier im 1 gegen 1 brutal überlegen. Da muss sich Jhin eher irgendwas einfallen lassen. Eine Minute ist auch der Baron wieder da. Ich bin mir nicht sicher, wie es da mit den Teleports aussieht. Ob Riven dann... Nee, also Kusan auf jeden Fall. Riven bin ich mir nicht sicher. Obwohl, doch, es könnte gerade so reichen. Wir sehen schon, dass jetzt noch weiter gedrückt wird. Stixey hat jetzt auch seinen Static verkauft für Phantom Dancer. Sind halt nochmal gute 10% Crit mehr, also auch 10% mehr Damage. Lohnt sich absolut. Ist natürlich nicht kosteneffizient, das zu tun, aber slot-effizient. Und im Late Game geht es halt rein um Slot-Effizienz. Jetzt halt wirklich wobei er auch vielleicht noch auf den Skimitar hätte sparen können. 80 AD sind auch nochmal nicht wenig. Ja, aber das ist halt super teuer. Also ich meine, du brauchst das BF und dann noch die Rezeptkosten, die einfach bei einer Million liegen. Das ist halt einfach nicht schön. Das waren gerade 2 Autotags von Azir. Ja, das ist halt nicht gerade schön. Oh, Darshan nun on the hunt. Jetzt sieht man's. Blade wurde aktiviert, der Propeller, der betäubt, Glenn sofort aktiviert und Riven hat halt nicht den Hauch. Keine Chance, muss halt sofort zurück, alles ziehen. Und QSS hat einen ziemlich hohen Cooldown, glaube 90 Sekunden. Das ist halt brutal viel und ist für den nächsten Baron nicht zur Verfügung. Ja, es kommt natürlich darauf an, wie stark CLG jetzt diesen Baron rushen wollen. Wenn sie ihn sofort anfangen. Oh, 1 gegen 1. Das könnte das Spiel auch entscheiden. Aber die Ult ist aktiviert. Da muss dazu sagen, Riven hat jetzt das Maximum gewinnt, draußen. Gewinnt das Spiel. Oh, das war nicht schlecht. Serax nun aktiviert und er gewinnt! Nicht am Ende, weil natürlich wieder Kusan da war, aber dadurch den Baron erhalten. Wieder Darshan in der Lage, Jhin eher so viele Probleme zu bereiten. Im Endeffekt trotzdem guter Teleport von Kusan gewesen, weil hätte er hier nicht teleportiert, dann hätte Darshan einfach mal 2 Inhibitoren geholt. Und den Baron hätten sie eh gekriegt. Und den Baron hätten sie wahrscheinlich trotzdem gekriegt, aber dass Sovan da das 1 gegen 1 eingeht, das war sowas von fahrlässig. Es war logisch, dass er da, oder offensichtlich, dass er das nicht gewinnen wird. Und damit hat er seinem Team jetzt hier wieder viele Probleme beschert. 4 gegen 4. Und es sind halt keine Turrets mehr da, das heißt, die Inhibitoren würden jetzt gegen den Baron Buff locker bekommen. Man hat eigentlich genug Reichweite zur Verfügung. Pilot gibt sich größte Mühe, CLG darf jetzt aber natürlich auch keine Fehler machen. Also, Comeback-Möglichkeiten sind halt fast immer gegeben, aber hier, man sieht es, der Schaden an Inhib, der ist natürlich unnormalster Natur. Erster genommen, da ist auch eine ziemlich große Minion-Wave für CLG zur Verfügung. Sie können hier echt das Wunder warm machen, also gegen ein ziemlich starkes koreanisches Team hier, gerade so weit vorne zu liegen, da hat sich hier ihr neues Line aber bisher zumindest gelohnt. Kralle ist raus. Ein paar Sekunden Bedrohung schon mal ausgeschaltet. Man konnte jetzt ein bisschen Schaden zufügen. Das war aber super sauber, super solid gemacht. Gehen jetzt in die Base. Und dann heißt es Toplane. Oder erstmal den nächsten Drachen auf jeden Fall. Da müssen sie aber wirklich beeilen. Damit die Green Wings diesen nicht bekommen. Weil natürlich, sie sind jetzt gut dabei, sind ahead.
Das haben das bessere Late Game, aber zu diesem Zeitpunkt. Sie gehen nicht hin. Sie geben den fünften freiwillig ab? Für was? Das ist irritierend. Für nichts? Das ist sehr fahrlässig, aber Jin Air sollten da jetzt mal lieber schnell hingehen. Ja, jetzt überlegen sie sich hinzugehen. Aber das ist zu spät. Der fünfte Drache, der wird hier fallen. Ja, jetzt wurde hier der Falke ausgesendet zu etwas, was so obvious war. Wow. Haben sie es aber wirklich gepennt. Ja, und damit jetzt die Möglichkeit, mit dem Baron Buff vielleicht auch noch Toplane einzureißen, quasi erloschen. Denn der fünfte Drache, der ist halt, was Kampfstats angeht, um einiges... Oder er ist halt einfach gut, was Kampfstats angeht im Vergleich zu Chai kann jetzt voll Lütte reingehen, trifft alle einmal mit der Ult und macht einfach 150 Schaden. Und hat auch Sonyas. Also, erstens Sonyas, dann die Kalista Ult abkriegen. Der wird nicht sterben. Irritierend. Sehr, sehr irritierend. Sie wären vor allem auch in der Lage gewesen, den Drachen ohne wirklich zu engagen zu stoppen, weil sie hätten einfach nur in die Nähe gehen können und dann hätten die anderen Sidelanes ja gepusht und Jin Air hätte sich zurückziehen müssen und die Base deffen müssen. Aber so, mal schauen. Sie sind ja natürlich trotzdem aggressiv, wollen weiter pushen, aber gegen den fünften Drachen, nicht ob das so worth ist. So waren jetzt auch in der Basis. Ich denke, sie wollen jetzt hier demnächst engagen. Denn Darshan ist natürlich wieder auf der Botlane unterwegs, hat Baron Minions, aber braucht noch eine ganze Weile, bis er hier bei der Basis ankommt. Man sieht ja, dass man jetzt versucht, so gut wie es geht, zu nerven. Also die sinnlichen Spells sind natürlich jetzt super schmerzhaft. Also man muss ja nicht immer bedenken, dass man jetzt brennt, sondern die Problematik liegt halt in dem 6% Buff. Die ist denn die Frage, es wird er defensiv kicken oder nicht? Aktuell super entspannt. Jetzt muss man dann natürlich langsam auf der Botlane aufpassen. Ja, da haben wir doch schon gepinkt. Und jetzt können sie aber Druck hier oben machen. Also er kauft wieder Zeit. Arrow schon wieder auf den Tank, aber vielleicht kann man Widget da nochmal holen. Baron Buff aber ausgelaufen. Trotzdem, man muss sich jetzt hier Richtung Botlane bewegen. Die Frage ist, kann Sovan dank des Drachenbuffs hier vielleicht das 1 gegen 1 gegen Darshan sogar gewinnen? Ja, das ist halt wirklich sehr, sehr viel Schaden über Zeit absoluter, den er nicht verhindern kann. Er hat natürlich das Guardian. Das heißt, er muss sich zweimal hinstellen. Aber beim Guardian wacht man an einer sehr, sehr vorhersehbaren Stelle auf. Das heißt, die erste Betäubung wird auch sitzen. Boah, das ist jetzt wirklich ein absolutes Schachspiel. Darf jetzt wirklich keine einzige Lücke irgendwie aufmachen. Und der Turret heilt sich halt katastrophal. Wenn es jetzt keine Ash wäre, sondern eine Tristana, wäre es halt schon längst over. Aber der Respekt von Schleiß auch riesig. Kann man aber nachvollziehen. Man muss aber denken, dass das Skimitar fertig ist, also maximales Itembild schon erreicht. Plus natürlich diese Entfernungsmöglichkeit der Betäubung ist super wichtig. Man hat auch Flash. Teleport kommt jetzt hier raus von Sovan, er will engagen. Boah, wenn der da reingeht, dann musst du halt sofort zurückziehen. Der wäre da instant gestorben. Teleport verschwendet. Und nun Darshan hier vogelfrei. Ups, das war ein sehr, sehr seltsamer Sprung. Kann sich aber nochmal zurückziehen, forciert wieder extrem viel Aufmerksamkeit. Jetzt geht Chai rein, disengage, sofort aktiviert. Afromo ist extrem tanky, alles drinne. Wurde auch reaktiviert, die Kuh wird fokussiert. Man versucht mit der Ward in das Leben zu rennen, das funktioniert aber nicht. Sofort der Reengage auf Hui, der muss sich zwingen zu. Oh, wird hier abgerippt! Keine Chance für ihn, sofort immer noch tanky, ohne Ende. Sie werden hier vernichtet. Der einzige Überlebende, Darshan, muss sich jetzt zurückziehen und der Ping geht auf den mit. Ja, sie haben 70 Sekunden. Darshan hat GA, wird auch Full HP sein, bis er wieder in der Basis ist. Aber das sollte theoretisch ausreichen. 70 Sekunden hat man jetzt hier wirklich Zeit. Man hat nur noch 3 Türme vor sich. Aber kein Tank ist die Sache. Keinen großartigen Tank. Trotzdem, sie wollen es wagen, gehen in die Midlane. Nibitor wird es mindestens werden. Mal schauen, ob es für mehr reicht. Meine Prognose ist ja. Wobei Winged natürlich nicht da ist. Derjenige, der den Turret tanken könnte. So war natürlich auch mit einem großen Schild am Start. Obwohl, das wird knapp. Ich glaube nicht, dass es reicht. 30 Sekunden noch. Sie werden den Turret super bekommen. Inhibitor ja. Base höchstwahrscheinlich nein. Also, der gute Zion Spartan macht jetzt hier sein Wunder möglich. 25 Sekunden. Hätten sie Minions, wäre es das easy gewesen. Also da kommt der mittlere Inhibitor ihnen wirklich brutal zugute. Aber sie ziehen sich zurück. Wollen hier nichts riskieren. Finishen hätten sie das nicht können. Mit Minions ja, aber so nicht. Trotzdem. Sehr ärgerlich. Der Baron jetzt auch in 1.30 wieder da. Bis dahin ist der Inhibitor definitiv nicht respawned. Und man darf nicht vergessen, Darshan jetzt mit dem Teleport-Vorteil. Er kann das gleiche einfach wieder machen. Und das macht er auch. Geht jetzt schon wieder Richtung Botlane. Und diesmal hat man es viel, viel schwieriger, sowohl ihn aufzuhalten, als auch zu engagen. Denn ohne Teleport hast du halt diesen Homeguard-Engage nicht. Ja. Der Baron, eine Minute. Das wird der letzte Battle sein, denke ich. Wer den hat, der hat so gut wie gewonnen. Oder wer den sauber hat, sagen wir es mal so. Ohne jetzt den übelsten Monster-Abtausch.
Ja, fast bei fast jedem der Spieler Full-Item-Build erreicht. Kein Stundenglas von Hui. Das ist Wahnsinn. Er geht wirklich auf die Resistenzen. Gehen wir davon aus, dass es ein Höllenzepter ist. Guardian Angel wäre auf jeden Fall super neu. Und wir haben sogar ein defensives, zwei defensive Items von Kusa. Ne? Er hat sich wirklich Stundenglas, Core, finde ich persönlich, und noch Banshees. Mit Banshees wirst du halt stupid tanky. Höllenzepter hätte man hier auch bauen können. Aber mit Banshees wirst du halt auch nicht mehr engaged. Du bist nicht mehr gefährdet, vom Arrow getroffen zu werden, solange das Banshees natürlich da ist. QSS ist immer das Problem, ist nicht sonderlich effizient auf einem AP-Carry. Ja. Also witzigerweise ist es auf einem Asia noch vergleichsweise okay, weil halt wirklich Auto-Takes rüberkommen. Aber eigentlich nicht. Alice hat übrigens auch QSS inzwischen, das heißt, er muss nicht mal ulten, um aus der Lissandra rauszukommen. Oh, Chai, der geht ganz schön weit nach vorne. Er wurde jetzt kurz markiert, aber hier einen Instinct-Move zu wagen, lohnt sich nicht. Kennen will man nicht reintreten, gerade nicht mit Stundenlass und mit der Kalista-Verbindung. Da passiert halt wirklich nichts. Erneut Teleport. Man möchte flankieren. Kusan, wen will er hier als Ziel wählen? Natürlich die... Oh, hui, das ist down! Das war's für ihn! Afrobo mit der Ultimate versucht, sie zu schützen. Das wird aber nichts werden. Aber das war in der Base. Schwere. Der will hier Backdoor und das wird sehr, sehr gefährlich. Wie viel Zeit kann sein Team mehr kaufen? Chai, oh, wurde von den Arrow erledigt. Oh, der Pilot! Hat sich einfach erwischen lassen, Kusan. Immer noch dabei, Darshan, der sieht nur noch die Turrets, der bemüht sich, der kriegt einfach null Schaden von Wing, der könnte hier eventuell den Backdoor wagen. Er zieht es durch, Attack Speed. Kusan ist stupid hoch, jetzt ist Kusan zur Stelle. Kann Darshan hier noch eventuell machen? Nee, das... Oh, ist das? Wow! Extremster Schaden, der Backdoor-König ist nicht mehr XPG, sondern Darshan. Richtig schön gemacht. Wow! Brutales, brutales Ende hier nochmal bei den Intel Extreme Masters. Wahnsinn. Da kam nochmal richtig wie Schaden rum. Asterax aktiviert. Vielen Dank für die 50%. Dann noch Trinity obendrauf, was hier nur 300% Damage macht statt 200. Ist halt auch brutal tanky mit Ult E. Kriegt halt 0 Damage. Keine Ult mehr gewesen von Kusan. Fast ready die Ulti. Aber so. Das ist einfach krass. Ja, hat er wunderbar gemacht. Kann man definitiv nur loben. Na, da schauen wir hier mal ganz kurz rein. Na, da freuen sich die Leute natürlich ungemein, eskalieren da komplett, zack. Da werden die Düsen aktiviert. Sehr, sehr gut. Also, Zion Spartan, ne? Benennt sich oben, wird zum Backdoor Master. Wow. Nice. Das war auf jeden Fall mal ein schönes Finish. Und die denken sich wahrscheinlich, war das jetzt gerade CLG? War das ein amerikanisches Team? Sind wir noch Koreaner? Ja? Sind wir Bangkok Titans? Dürfen wir überhaupt nach Hause fliegen? Dürfen wir überhaupt nach Hause fahren? Weil da werden die mir nicht hart verdroschen, ne? Wahnsinn. Dann müssen wir laufen. Das, ja. San Jose ist ja, wie wir gelernt haben, in Korea. Südamerika, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Super unterhaltsam, ganz ehrlich. Aber wir machen jetzt Folgendes. Wir beruhigen unsere Gemüter, machen eine kurze Pause, gehen dann in die Analyse des wohl seltsamsten Matches, was wir bei den Intel Extreme Masters oder generell bei auf dem internationalen Teppich je gesehen haben. Und ja, das ist delicious. Ja, bis gleich.